Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die afghanischen Taliban sind erstmals seit den Terroranschlägen in den USA auf Distanz zu dem möglichen Drahtzieher Bin Laden gegangen. Die Regierung in Kabul teilte heute mit, sie werde den Moslem-Extremisten dazu auffordern, das Land freiwillig zu verlassen. Sie folgt damit einer Empfehlung führender Geistlicher des Landes. Nach zweitägigen Beratungen hatten die Mullahs Bin Laden überraschend die Ausreise nahegelegt. Für den Fall einer Militäraktion drohten sie damit, den Heiligen Krieg auszurufen. Die führenden Islamgelehrten Afghanistans gehen auf Distanz zu Osama bin Laden. Sie stehen nicht mehr brüderlich zu ihm, sondern haben ihn heute aufgefordert, das Land freiwillig zu verlassen. Auch der oberste Führer der Taliban, Mullah Omar, schloss sich dieser Aufforderung an. Es könne aber noch einige Zeit dauern, bis Osama bin Laden gehe. Zunächst müsse der international Gesuchte ein Aufnahmeland finden. Zugleich wurden alle Moslems aufgerufen, sich einem heiligen Krieg gegen die USA anzuschließen, falls Afghanistan angegriffen wird. Wenn ein mächtiges Land ein schwaches Land angreife, dann sei das ein heiliger Krieg für alle Moslems, hieß es. Die UN-Resolution und die Forderung der Amerikaner ist klar und unmissverständlich. Auslieferung von Osama bin Laden sofort und ohne Bedingungen. Das Angebot der Taliban, Bin Laden nun aufzufordern, irgendwann freiwillig das Land zu verlassen, ist zwar eine Geste an die Amerikaner, sie wird aber vermutlich nicht ausreichen, US-Angriffe auf Afghanistan abzuwenden. Die USA bestehen auf einer Auslieferung Bin Ladens und haben ihre Vorbereitungen für einen Militärschlag forciert. Die Vorkehrungen betreffen auch die Golfregion. Das Verteidigungsministerium ordnete in großem Umfang die Verlegung von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen dorthin an. An der Operation Grenzenlose Gerechtigkeit sollen nach Angaben eines Sprechers auch Marineinfanterie und Einheiten des US-Heeres beteiligt sein. US-Präsident Bush will sich heute Nacht in einer Rede vor dem Kongress zum Stand der Vorbereitungen äußern. Der Kampf gegen den Terrorismus hat jetzt einen Namen. Operation Grenzenlose Gerechtigkeit, so nennt das Pentagon die geplanten Militärschläge. Kriegsschiffe, Flugzeugträger und B-52-Bomber sind auf dem Weg in den Persischen Golf. Versorgungsflugzeuge der Air Force errichten eine Luftbrücke. Auch Bodentruppen bereiten sich auf den Kampfeinsatz vor. Und die Motivation ist noch einmal gestiegen. Die obersten Islamgelehrten Afghanistans haben inzwischen beschlossen, Osama bin Laden nicht auszuliefern. Die Geistlichen möchten, dass er das Land freiwillig verlässt, und sie drohen den USA mit einem sogenannten Heiligen Krieg. Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen für eine internationale Antiterrorkoalition weiter. Außenminister Powell traf heute den EU-Beauftragten für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Solana, EU-Kommissar Patten und den belgischen Außenminister Michel. Die grundsätzliche Antwort der EU auf die Terrorattacken ist ein Ruf nach weltweitem Zusammenschluss gegen den Terrorismus, sagte er anschließend. Das ist der jüngste Beweis dafür, wie gut eine starke Europäische Union ist. Präsident Bush wird noch heute Abend eine Rede vor dem Kongress halten. Das ist etwas Besonderes. Üblicherweise spricht das Staatsoberhaupt nur einmal im Jahr vor beiden Kammern des Kongresses. Es wird wohl keine Kriegserklärung werden, aber Präsident Bush wird sein Konzept des neuen Krieges, wie der geplante militärische Anschlag hier genannt wird, vorstellen. Amerika erwarte jetzt viele Antworten auf viele Fragen, hieß es aus dem Weißen Haus, und genau das trifft die angespannte Stimmung. Präsident Bush hat nach anfänglichen Schwierigkeiten seine Rolle in dieser Krise gefunden. Die ARD wird die Rede von Präsident Bush vor dem US-Kongress in der kommenden Nacht live übertragen. Dazu gibt es um 2.50 Uhr ein Nachtmagazin extra. 9 Tage nach den verheerenden Terroranschlägen sinkt in New York die Hoffnung, noch Überlebende zu bergen. Rettungskräfte entdeckten unter den Trümmern des World Trade Center zwar weitere Hohlräume, diese waren aber leer. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Opfern kam Außenminister Fischer heute nach New York. Mehrere Stunden bleibt Außenminister Fischer heute in New York. Er wird sich mit Angehörigen von Opfern treffen, will ihnen Beileid bekunden im Namen der Deutschen. Doch zuerst ging es zu den Vereinten Nationen, zu Generalsekretär Kofi Annan. 40 Minuten sprachen sie vor allem über die Folgen der Terroranschläge in den USA. Die UNO, so Fischer, soll bei der internationalen Terrorbekämpfung eine wichtige Rolle spielen. This will be a
Das wird eine langwierige Aktion. Wir müssen den internationalen Terror bekämpfen und das auf allen Ebenen. Im Bereich der Finanzen, der Politik, mit Geheimdiensten, Polizei, Ausländerbehörden und natürlich dem Militär. Am neunten Tag nach dem Anschlag sind die Hoffnungen geschwunden, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. Nur die 30.000 Feuerwehrleute und freiwilligen Helfer, die rund um die Uhr in Schichten am Ort des Grauens arbeiten, wollen es nicht wahrhaben. New Yorks Bürgermeister Giuliani versucht inzwischen, die Angehörigen auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Bei Explosionstemperaturen von mehr als 1.000 Grad und 1 Million Trümmertonnen ist selbst Beton pulverisiert. Die Trauer in New York sitzt tief. Doch nach den Terroranschlägen rücken die Menschen zusammen über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg. Am Sonntagnachmittag soll die zentrale Trauerfeier für die über 5.400 Toten stattfinden im Yankee-Stadion in der Bronx. Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt die Absicht aufgegeben, die Gedenkfeier im Central Park durchzuführen. Bundeskanzler Schröder hat den USA und der NATO erneut die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesagt. Bei einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Robertson in Berlin betonte Schröder zugleich, dass es vor einer gemeinsamen Militäraktion weitere Absprachen geben müsse. Robertson erklärte, die Bündnispartner stünden in der gegenwärtigen Situation eng beieinander. Der rote Teppich des Kanzleramtes im Dauereinsatz. Gestern für den britischen Premierminister, heute traf der Bundeskanzler NATO-Generalsekretär Robertson. Der berichtete in Berlin neue Einzelheiten, die darauf hindeuten, dass die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten die NATO tatsächlich zum Beistand verpflichten. Allerdings: Es gibt gegenwärtig noch keinen NATO-Beschluss über konkrete Aktionen. Es gibt auch noch nicht die Feststellung, die förmlich erfolgen muss, dass die Anschläge ein Angriff von außen sind. Und es gibt noch keine konkrete Unterstützungsbitte der Vereinigten Staaten. Wie die Amerikaner die Terroranschläge beantworten, ist unklar. Dass deutsche Soldaten von Anfang an dabei sein werden, bleibt reine Vermutung. Aber schon das Angebot deutscher Beteiligung ist beim Generalsekretär angekommen. Ich möchte dem Kanzler für beide Angebote danken, sowohl für das Politische als auch für das Militärische, was er der Allianz und den Amerikanern in diesen unruhigen Zeiten anbietet. Außerdem will ich noch einmal sagen, dass die Allianz fest zu dem Versprechen steht, das sie selbst vergangene Woche gegeben hat. Der NATO-Generalsekretär nimmt sich ausführlich Zeit für Berlin. Am Abend hält er einen Vortrag, morgen trifft er die Opposition. Vielleicht auch Zeichen der Wertschätzung für besonders wichtige Bundesgenossen. In Deutschland verfolgen die Behörden bei der Suche nach den Drahtziehern der Terroranschläge inzwischen mehr als 2000 Hinweise. Der nordrhein-westfälische Innenminister Behrens sagte, vordringliche Aufgabe sei es, die sogenannten Schläfer aufzuspüren, die für Terroranschläge in Afghanistan ausgebildet wurden. Sicherheitsdienste schätzten ihre Zahl in Deutschland auf 100. Die Innen- und Justizminister der Europäischen Union haben sich heute in Brüssel auf ein Maßnahmenbündel gegen den internationalen Terrorismus verständigt. Dazu gehören unter anderem schärfere Kontrollen und ein verstärkter Datenaustausch. Er hatte auf das Sondertreffen gedrängt. Innenminister Schily hat es eilig, Europas Schlupflöcher bei der gemeinsamen Terrorismusbekämpfung zu schließen. Schärfere Identifizierungsmethoden für Privatpersonen durch Fingerabdrücke. Ein verstärkter Datenaustausch zwischen den europäischen Sicherheitsbehörden und die Öffnung zahlreicher Dateien für polizeiliche Zwecke gehören zu den konkreten Maßnahmen, auf die sich die Minister einigen konnten. Kritik an der Beschränkung von Bürgerrechten ließ der Minister nicht gelten. Die heutige Konferenz war geprägt von dem Ernst der Situation, in der wir uns befinden, und der Entschlossenheit, gegen den internationalen Terrorismus alle Mittel aufzubieten, die die rechtsstaatlichen Demokratien zur Verfügung haben. Auch Polizei und Geheimdienste sollen stärker kooperieren. Und bei Europol wird eine Gruppe von europäischen Terrorismusexperten die Bedrohungslage analysieren. Zu mehr Kompetenzen konnten sich die Minister jedoch nicht durchringen. Europol bleibt letztlich eine erweiterte Datenbank ohne die Befugnis zu eigenen Ermittlungen. Die Angst vor dem Terrorismus schweißt die EU erstmals auch bei dem sensiblen Feld der Justiz und Innenpolitik weiter zusammen. Doch auf eine einheitliche Definition von Terrorismus oder aber den wichtigen europäischen Haftbefehl konnte man sich heute nur in einer grundsätzlichen Willensbekundung einigen.
Morgen werden die Regierungschefs weiter hieran feilen. Doch von einem europäischen Strafrecht ist man noch weit entfernt. In der internationalen Luftfahrtbranche weitet sich die Krise nach den Terroranschlägen aus. Die US-Linien United und American Airlines wollen jeweils 20.000 Stellen abbauen. British Airways wird 7.000 Arbeitsplätze streichen. Die Lufthansa verschob die Bestellung von mehreren Airbus- und Boeing-Maschinen und verhängte einen Einstellungsstopp. Allein in der letzten Woche musste die Lufthansa über 100 Verbindungen streichen. Der Schaden nach dem Anschlag mehr als 150 Millionen Mark. Das Unternehmen, eines der profitabelsten überhaupt, rechnet in diesem Jahr sogar mit Verlusten. Die gesamte Branche fliegt ins Ungewisse, Flugziele werden gestrichen, viele Linien planen Entlassungen. Und auch die Airbus-Gesellschaft meldet heute Einbußen und rechnet mit Abbestellungen. Die Produktion neuer Flugzeuge wird eingefroren, die Luftfahrtindustrie ist in einer schweren Krise. Am Vormittag trafen sich die führenden Gesellschaften in Brüssel und berieten dort über Hilfen der EU. Doch vorerst wird es damit nichts. Wir haben in der EU dafür kein Budget, so wie es jetzt in Amerika der Fall ist. Die USA haben ihren in Not geratenen Gesellschaften zunächst 5 Milliarden Dollar in bar zugesagt. Und dies könnte die europäischen Airlines zusätzlich belasten. Ich glaube, wir können es nicht akzeptieren, dass unsere Luftfahrtgesellschaften so in eine nachteilige Lage geraten, so die Verkehrskommissarin. Die EU-Regierungen sollten zunächst die Aufwendungen für die zusätzliche Flugsicherung übernehmen. Die EU-Kommissarin schloss Hilfen außerdem nicht gänzlich aus, wenn die Lage noch extremer würde. Viele Ausfälle und steigende Kosten, die Luftfahrtgesellschaften gehen harten Zeiten entgegen. Und für einige, die schon jetzt hoch verschuldet sind, könnte es sogar die Pleite bedeuten. Die Versicherung Münchener Rück hat heute ihre Schadenserwartung nach den Terroranschlägen in den USA drastisch erhöht. Der Konzern verdoppelte seine erste Schätzung auf mehr als 2 Milliarden Euro. Dagegen blieb die Hannover Rück bei den bisher genannten 400 Millionen Euro. Die Finanzierung des Antiterrorpaketes der Bundesregierung ist heftig umstritten. Vertreter der Opposition und der Wirtschaft kritisierten die von Finanzminister Eichel geplanten Steuererhöhungen scharf. Nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes werden die Verbraucher wahrscheinlich stärker belastet als angegeben. Die Behörde rechnet damit, dass die Preissteigerungsrate um bis zu 0,4 Prozentpunkte ansteigen wird. Die Bundesregierung hatte gestern beschlossen, die Tabak- und die Versicherungssteuer anzuheben. Der Schulterschluss der Parteien, in der Krise geschmiedet, hat einen ersten Dämpfer bekommen. Einmütig beklagen Union und FDP den politischen Stil der Regierung, zu Steuererhöhungen in der gestrigen Debatte kein Wort zu sagen und sie anschließend im Kabinett zu beschließen. Ich finde das feige gegenüber dem Deutschen Bundestag. Morgens die Sicherheitsmaßnahmen anpreisen, nachmittags die Steuern erhöhen, das ist genau die falsche Botschaft, die unsere Wirtschaft jetzt nicht braucht. Das ist nicht listig, das ist unverschämt. Und das muss auch entsprechend kommentiert werden. Die Opposition fühlt sich überrumpelt. Gleichzeitig kritisiert sie die Steuererhöhungen als falsch, da die stagnierende Konjunktur einen weiteren Dämpfer bekommen könnte. Unterstützung erhalten die Parteien durch fast alle Wirtschaftsforschungsinstitute, die die Politik des Finanzministeriums ablehnen. Es ist ein falsches Signal. Wir können jetzt keinerlei zusätzliche Belastung der Konjunktur vertragen. Und dazu gehören im Prinzip auch Steuererhöhungen. Schon jetzt dramatische Einbrüche nach dem Terroranschlag bei der Lufthansa und auch die Tourismusindustrie klagt über Einbußen. Ebenso Versicherungen und auch die Konjunkturstütze. Die Exportindustrie schaut pessimistisch in die Zukunft. Steuererhöhungen, so die Kritiker, seien ein falsches Signal. Aber es gibt kaum Alternativen. Und für 3 Milliarden Mark wollte der Finanzminister keine neuen Schulden machen. Erst wenn die Kosten für die Krise noch größer werden, dann, so die Meinung, muss Hans Eichel doch in diesen sauren Apfel beißen. In Mazedonien hat die NATO mit der dritten und letzten Phase der Entwaffnung albanischer Rebellen begonnen. Bereits am frühen Nachmittag gaben die Separatisten weitere Waffen auf dem neu eröffneten Sammelplatz in dem Dorf Radus ab. An der Sammelaktion sind auch deutsche Soldaten beteiligt. Die geplante Abstimmung im mazedonischen Parlament über eine Verfassungsänderung zugunsten der albanischen Minderheit steht noch aus.
Neue Gewalttaten gefährden die zwischen Israel und den Palästinensern vereinbarte Waffenruhe. Im Westjordanland wurde eine israelische Siedlerin in ihrem Auto von Palästinensern erschossen. Eine Gruppe der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Arafat bekannte sich zu dem Anschlag. Bei Schusswechseln mit israelischen Soldaten im Gazastreifen starb ein Palästinenser. Das vereinbarte Treffen zwischen Arafat und Israels Außenminister Peres wurde daraufhin abgesagt. Nahe der niedersächsischen Stadt Zeven ist ein Junge tot aufgefunden worden. Ein Pilzsammler entdeckte gestern Abend die Leiche in einem Waldgebiet. Die Identität des Kindes soll durch eine DNA-Analyse geklärt werden. Bei dem Jungen könnte es sich um den 9-jährigen Dennis handeln, der vor 2 Wochen spurlos aus einem Schullandheim in Wulsbüttel verschwunden war, 40 Kilometer vom Tatort entfernt. Die großen deutschen Programmveranstalter haben sich heute in Mainz nach jahrelangem Streit auf einen gemeinsamen Standard zum Empfang digitaler Fernsehprogramme geeinigt. ARD, ZDF, RTL, die Kirchgruppe und die Landesmedienanstalten wollen die sogenannte Multimedia-Home-Plattform MHP einführen. Die neue Technik soll bis Juli nächsten Jahres am Markt sein und dem Fernsehzuschauer unter anderem ermöglichen, mit der Fernbedienung im Internet zu surfen oder Hintergrundinformationen abzurufen. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist mit einem 1:1 beim finnischen Vertreter Haka Valkeakoski in den UEFA-Pokal gestartet. Damit haben sich die Berliner eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche geschaffen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. September. Das Tief Zeno, das schon die ganze Woche unser Wetter bestimmt, hat auch morgen noch das Sagen. Es wird zwar langsam schwächer, sorgt aber immer noch für dicke Wolken von Großbritannien bis Polen und von Skandinavien bis an die Alpen. Sonniger und trockener wird es im Rest Europas. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland meist zugezogen. Von Freiburg bis Cottbus regnet es noch. Nördlich davon gibt es einige Schauer, im Südosten aber bleibt es trocken. Morgen gibt es überall dicke Wolken, die aber immer mehr aufreißen. Am Nachmittag wird es freundlicher. Der Wind weht zum Teil in starken Böen aus westlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 12 Grad am Oberrhein und auf Rügen. Am kühlsten wird es am Alpenrand und im Bayerischen Wald. Morgen erwärmt sich die Luft auf 13 bis 17 Grad. In den Mittelgebirgen wird es kaum wärmer als 13 Grad. Und das sind die Aussichten. In den nächsten Tagen kann sich die Sonne immer besser gegen dicke Wolken behaupten. Es gibt aber immer wieder Regengüsse und es wird etwas kühler.